möchtet ihr? Und dann werfen wir einen Blick. Ja. Erzählt mir mehr davon. Das wäre Nummer 3. Wecken wir doch mal kurz auf. Ihr fühlt euch äußerst unwohl, als ihr euch dem Pfad nähert. Der Deckel wirkt sehr schwer, aber ihr könnt ihn wohl bewegen, wenn ihr es wirklich wünscht. Ihr stellt den schweren Deckel zur Seite. Der üble Geruch der Verwesung überwältigt euch beinahe. Seltsamerweise befindet sich in dem Sarg nur der vergoldete Torso eines Skelettes. Ein plötzlicher Ausbruch magischer Energie lässt eine Kreatur erscheinen. Ich war keine große Herausforderung. Der Elementarleichnam. Ihr seid dumm, den Launen von Kakax zu folgen. Er wird nicht dankbar für eure Dienste sein. Wovon redet ihr? Trotzdem endet eure Suche hier. Ich werde nicht alles opfern, damit irgendein Idiot von Abenteuer unser Schicksal weckt. Sterbt, Narren. Ja. Zeitstopp. Jetzt tötet er uns alle einfach. Jo. Das war ziemlich schmerzhafter Tod. Keine große Herausforderung. Können also den getrost ignorieren. Wir wissen jetzt, einer ist im Hafenviertel schon wach. Der einfachste von den dreien eigentlich. Einer ist hier im Brückenviertel. Und der letzte ist in der Kanalisation. Ah, wie komme ich hier hin? Das ist das Geschäft des Gerbers. Ach, hier. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Ich bin Dennis, der Führer dieser Söldnertruppe aus Riatavien. Wenn ihr wollt, dass euch nichts passiert, hattet ihr euch von uns fern. Schön, solange wie ihr um mich einen Bogen macht. Warum können wir keine Freunde sein? Hier, ich lade euch zu einem Bier ein. Bei dem Geruch, den ihr verbreitet, fällt es mir nicht weiter schwer, sich von euch und euren Kumpels fernzuhalten. Ich lade euch zu einem Bier ein. Ich habe genug Bier und meine Soldaten genauso. Das letzte Mal, Mädchen, verschwindet. Nun gut, wenn ihr unverschämt werden wollt, werde ich gehen. Haltet euch nur von mir fern. Einverstanden, jetzt verschwindet. Was immer ihr wünscht. Ja, ich will hier eigentlich nur durch. Das ist ein Ausgang. Natürlich. Amsche Wächter, die sich böse angucken. Das ist, was ihr wollt. Wo läufst du hin? Du bist ein Gast. Du bist Elander. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was laufen. Diese ganze Geschichte mit den Morden regt einen total auf, aber ich fühle mich mit all den Wachen hier ein bisschen sicherer, auch wenn die vom Wein benebelt sind. Was ist mit Kalbor, dem Wirt? Wenn es etwas gibt, das ihr wünscht, so sagt es schnell. Das Delnos sei es ein geschäftiger Ort. Ich habe immer wenig Leute, auch für euch habe ich wenig Zeit. Du hast kaum Gäste.
Bietet ihr irgendwas an Unterhaltung an? Sieht es so aus, als würde ich hier ein Unterhaltungsprogramm anbieten. Das ist eine Kneipe und sonst nichts. Wenn ihr Schauspieler herumstolzieren und singen sehen wollt, solltet ihr in die fünf Krüge gehen. Ich habe gehört, dass so ein Halbling-Kerl so ein verdammtes Theater in seinem Keller eingerichtet hat. Ich wünsche ihm, dass es sich durchsetzt, aber die meisten Typen, die ich kenne, haben nur Interesse an einem Drink. Das ist aber auch eine gute Sache. Karten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Warum habt ihr so wenig Leute? Das ist eine gute Frage. Die Wachen, die manchmal herkommen, machen Probleme, aber normalerweise vertreibe ich meine Mädchen durch meinen Jähzorn und jetzt verschwindet. Aha. Ihr seid doch keine Söldner, oder? Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Ja. Ich hätte gerne, was ihr führt. Schön, schön, aber wenn ihr zu viel trinkt und dann Ärger mit dem Wagen habt, kommt nicht flennend zu mir zurück. Und wenn ihr betrunken umfallt, werde ich euch auf die Straße werfen. Wir könnten hier als König schlafen. Wir könnten hier billigen Ramsch und auch Heldentränke wieder kaufen. Die hier sogar ein Tick billiger sind als bei der Trankhändlerin. Nee, danke. Meine Zimmer sind die besten an der Schwertküste. Ja, was ist über die Morden? Die Ebbe stehen mir bei. Woher soll ich denn darüber was wissen? Die Morde geschehen auf der Straße. Geht und fragt Leute draußen, die was gesehen haben. Hier drin gibt's keine Morde. Okay, der Typ ist etwas unhöflich. Ihr da, ihr kommt mir auf mein Zimmer oder ihr seid verhaftet. Wächter, bevor ihr mich erneuert anspricht, solltet ihr vielleicht erstmal euren Kopf in einen Kübel stecken. Ja. Keine große Herausforderung. Gibt's noch einen Alternativausgang? Nun gut. Hier gibt's Seemänner. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Im Tiefwasser werde ich mein Schicksal finden. Magie liegt in der Luft, ein Ort voll Tamarinden. Und der Frauen süßer Duft. Im Tiefwasser werde ich mein Schicksal finden. Die Mauern, die Höhe der Linden. Der Ruf in nah und fern. Es wäre eine Schande, den Rücken zu kehren. Okay. Was ist mit dir? Du siehst ein bisschen gefährlicher aus. Ich verstehe nicht, warum die aus Am so vielen von den Mastikanern und der neuen Welt töten. Es ist schrecklich, sich das mit anschauen zu müssen. Ja, ich habe davon gehört. Die Priester der neuen Tiefwasser protestieren auch Schärfste dagegen. Obwohl sich, wie ich höre, nichts geändert hat. So, und hier bin ich jetzt ganz oben. Wow, komme von hier nicht weg. Ich komme nur durch den Raum von dem anderen Typen wieder rein. Erzählt mir mehr davon. Also das ist jetzt ein bisschen blöd. Der wird jetzt sicherlich gleich richtig angepisst sein, wenn ich hier nochmal durchlatsche. Nö. Gut, dann lassen wir den mal in Ruhe. Die Söldner mit dem Stock im Allerwertesten. Ich denke, ich bin soweit. So, was ist hier oben drin? Das sieht noch sehr recht klein aus. Sicherheitshalber ein Quick Save machen. Wenn ihr es wollt. Stellt nichts Blödes an. Wer zur Hölle seid ihr? Oh. Kreuzt die Klinge mit mir auf. Ihr kriegt keine zweite Chance. Ihnen die Augen aus. Da ist jemand sehr aggressiv. Identifizieren wir das bitte, Area. Kleiner Schild plus 2. Schade, dass sie dann den hier nicht auch identifizieren kann. Natürlich.
Okay, sehr aggressive Wächter in diesem Anwesen. Okay, so komme ich hier an der Seite wieder raus. Das hat meinem Ruf keinen Abbruch getan, dass ich die gerade getötet habe. Nö. Ja, von hier aus komme ich hier leider nirgends rein. Ich habe also keine Ahnung, was dieser Raum für ein... Ah. Sinn haben könnte. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Auf Recht und Ehre. Was brauche ich? Kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich warte. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Ihr braucht Leicht. Au. Ja. Wo soll ich euch? Yoshimo ist bereit. Nun gut. Sagt, was ihr von mir wollt. Was zum... Ihr habt hier nichts zu suchen. Männer, Eindringlinge. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Was mögt ihr? Ja, ein Schwert ist nicht schlecht. Du hast nur normale Pfeile. Sehr gut. So, Yoshimo. Schneller als Chichtika, schnell Pratze. Du hast auch nur normale Pfeile. Ich denke, ich bin soweit. Yokata. Okay, hier scheinen keine Fallen an den Truhen zu sein. Viel Wertvolles scheint es hier aber auch nicht zu geben. Die ist sogar offen, die Truhe, und Trank der Stärke. Der kann verkauft werden, weil wir brauchen niemanden auf Stärke 20. Ja, keine große Herausforderung. Oh, noch mehr Wachen. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Kreatur und nähere die Erde. Was braucht ihr? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Mal sehen, wie euch... Gut. Noch eine Identifizieren-Schriftrolle. Das ist, finde ich, schon mal nicht schlecht. Das geht zu Yoshimo in dem Beutel. Natürlich kann das alles nicht so identifiziert werden. Das ist ein Bastardschwert plus 1. Kleiner Schwert plus 2. So, das ist das ganze Zeug mal weg. Das passt da leider nicht mehr rein. Gut. Ich warte. Was immer ihr mal wünscht. Sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Die Auf Natur liebt das Leben, Ehre. Das sie gab. Ja, wo auch immer ich jetzt hier gerade reingestolpert bin. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Eure Stunde wird noch kommen. So, da ich gleich draufstehe. Ja, wenn ihr es wollt, fragt nur. Ihr braucht meinen Rat nicht. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, ich guck mir noch das Zimmer hier an. Und dann werde ich hier speichern und dann gucken wir uns den Rest in der nächsten Aufnahmesession an. Also ja, irgendwas ist komisch daran, dass ich hier einfach direkt angegriffen werde. Deswegen will ich der Sache ein bisschen weiter nachgehen.
Weil normalerweise werden in solchen Fällen die Wachen gerufen oder wir rausbegleitet, aber irgendwas ist hier faul in diesem Laden. Gut, aber erstmal ein Save. LP 023. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.